Mein Name ist Thomas Bocher und ich möchte euch heute in diesem Video kurz zeigen, welche Provokationstests effektiv für die Beckengelenke sind. Es ist ja ein sehr schwieriges Thema. Das Becken ist ein Komplex, der bei sehr, sehr vielen Patienten betroffen ist. Viele Patienten haben Lendenbecken-Hüftschmerzen, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise auch ausstrahlen, unterschiedlicher Art und Weise wahrgenommen werden. Und es ist für den Therapeuten bzw. auch für Ärzte, für Heilpraktiker gar nicht so einfach herauszufinden, ob das Becken jetzt für diese Schmerzen, ob die ISG oder SIG Gelenkbewegungen und die Gelenke dafür verantwortlich sind für diese Schmerzen. Und dafür gibt es so kleine Testbatterien. Ich habe mal 5 solcher Tests herausgeholt und die ich als sehr effektiv erachte und die möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Test Nummer 1 und 2, das ist eine sogenannte Kompression und Separation von Gelenkflächen. In diesem Falle liegt der Kevin jetzt mal auf dem Rücken. Ich habe eine neutrale Position von Armen und von Beinen und im ersten Test werde ich mit beiden Händen medial der Spina iliaca anterior superior mit etwas Hautvorschub werde ich medial an diese Sias gehen und einen Druck nach lateral und nach posterior durchführen. Das hat zur Folge, dass im ventralen ISG-Bereich eine Separation auf den Gelenkflächen stattfindet und im dorsalen Bereich eine Kompression. Wenn dieser Test Schmerzen, bekannte Schmerzen des Patienten vermittelt, dann kann ich mir das schon mal im Hinterkopf behalten und kann in die nächste Testung übergehen. Denn diese erfolgt dann von außen an der Spina iliaca anterior superior. Ich nehme auch hier mit flächiger Hand außen an der Spina iliaca anterior superior und der Crista iliaca Druck auf, gehe ein bisschen tief auch von meinem Oberkörper und gebe jetzt einen Druck nach medial, ja, und so ein bisschen nach posterior, so bekomme ich eine Kompression im vorderen, im ventralen Bereich einer ISG-Gelenkfläche und ich separiere die Flächen im hinteren dorsalen Bereich. Das wären schon mal 2 erste Tests. Dann kommt noch einer hinzu, ein dritter. Das ist der zum aktuellen Zeitpunkt beste ISG-Provokationstest, den es mit gibt. Das ist ein sogenannter Oberschenkel-Trust. Der Oberschenkel-Trust wird so ausgeführt, dass derjenige im Rücken liegt und relativ nah an den Therapeuten zu der Seite rankommt. Komm mal ein bisschen raus zu mir. Man nimmt das gegenüberliegende Bein, stellt es in der Hüfte ein bisschen auf, sodass ich Zugang habe mit der kaudalen Hand hier hinten am Kreuzbein. Ich muss also das Sacrum unterlagern. Dann stelle ich jetzt den Oberschenkel senkrecht ein, ja, also senkrecht im Raum und gebe über meine Hand, über meinen Brustkorb, manche machen das auch gerne hier mit der Axilla, gebe ich einen Trust, eine Trust-Bewegung nach hinten zu. Das ist eine rückwärtige Scherbewegung und kann somit auch im ISG eine Schmerzprovokation auslösen. Das wäre der dritte Test, der Oberschenkel-Trust. Was noch hinzukommt, ist auch ein Trust auf das Kreuzbein. Dafür dreht sich der Kevin mal in Bauchlage. Auch hier habe ich eine neutrale Situation. Ziel ist es hier, dass ich am Ossacrum eine Nutation provoziere. Hier gehe ich mit meiner Hand flächig auf das Kreuzbein. Die Druckpunkte sind auf Höhe von S1 rechts und links. Das mache ich mit meinen beiden Tenaren. Ich verstärke mit meiner anderen Hand die Hand auf dem Kreuzbein. Ihr seht, dass mein Unterarm nach kaudal und nach ventral ausgerichtet ist. Und Ziel ist es jetzt, über eine kurze, ruckhafte Bewegung das Kreuzbein in eine Nutation zu bringen. Und so kann man dort ebenfalls Schmerzen auslösen. Der letzte dieser Tests, der ist vielen bekannt als der sogenannte Thomas-Handgriff, der Thomas'sche Handgriff. Viele dehnen auch so im Bereich der Hüftbeugemuskulatur. Hier kann der Kevin sich mal aufrichten und kann an die Bank nach unten zu kommen. Er setzt sich jetzt hier auf die Kante drauf. Jawohl, wir zeigen das mal auf der rechten Seite. Ihr holt euch den Patienten richtig schön nach vorn. Das ist ein häufiger Fehler, der gemacht wird, dass man zu weit
den Patienten mit dem Gesäß aufgelagert hat. Ein zweiter Fehler, der immer wieder passiert, ist, dass man hier nicht maximal in die Beugung reinzugeht, denn das Ziel ist hier, eine gegensinnige Torsion zu provozieren im ISG, im SIG-Bereich, um dort dann auch die Strukturen zu prüfen. Demzufolge geht man mit einem Überdruck mehr auf die eine Beugung in der Hüfte links und hier in die Streckung rechts und kann so ein ISG letztendlich auch provozieren. Komm mal wieder hoch, leg mich lang. Jeder dieser Tests, jeder dieser einzelnen fünf Tests ist für sich positiv, ja, wenn jetzt der Patient bekannte Schmerzen angibt. Wenn man aber sicher gehen möchte, dass die Probleme dieses Patienten, die Schmerzprobleme, ja, auch aus dem ISG- oder SIG-Bereich kommen, dann müssen oder sollten 3 von diesen 5 Tests mindestens schmerzhaft sein. Dann ist es ein guter Hinweis darauf, dass ich wirklich hier eine Problematik auch habe, die als mögliche Schmerzlokalisation auch sich darstellt. Und dann kann ich entsprechend dann auch weitere Tests durchführen und schauen, wo dann die Dysbalance und die Dysfunktion herkommt.